Als pflegende Angehörige leisten sie viel. Ihre Angehörige benötigt Unterstützung und kann nicht mehr alle Aktivitäten des täglichen Lebens eigenständig tun. Wir schauen uns in dieser Videoserie einige dieser Aktivitäten genauer an. Es geht darum, herauszufinden, wie Sie als pflegende Angehörige Ihre täglichen Belastungen reduzieren und wie Sie die Selbstständigkeit Ihres Familienmitgliedes unterstützen und fördern. Die Kinästhetik beschäftigt sich mit der eigenen Bewegung in den alltäglichen Aktivitäten. Es geht darum, sensibel für die eigene Bewegung zu werden und die Bewegungsmuster bewusst zu erweitern. Die Kinästhetik geht davon aus, dass die Unterstützung einer pflegebedürftigen Person helfen kann, die Selbstständigkeit zu fördern. Das ist möglich, wenn die unterstützte Person nicht nur bewegt wird, sondern ihre eigene Bewegung finden kann. Eigenaktivität und Selbstwirksamkeit werden gestärkt und die helfende Person muss nicht heben. Darum fragen wir uns in diesem Video, wie wir mit dem Gewicht umgehen. In diesem Film schauen wir uns die Fortbewegung vom Bett in den Stuhl und zurück genauer an. Dies tun wir mit Blickwinkeln aus der Kinästhetik. Wir beobachten in dieser Aktivität den Verlauf des Gewichtes. Wenn wir das in der eigenen Bewegung verstanden haben, können wir unseren Angehörigen so helfen, dass sie das Gewicht und ihre Bewegung selbst kontrolliert. Dann heben wir nicht. Solange wir leben, sind wir damit beschäftigt, das Gewicht unserer Körperteile in der Schwerkraft zu organisieren. Je nach Gewohnheit und Lebensgeschichte tun wir dies unterschiedlich. Der eine nutzt alle seine Spielräume im Körper, der andere nutzt diese weniger. Der eine stützt sich mit den Armen ab, der andere nutzt mehr die Möglichkeit in den Beinen. Es gibt unzählige Varianten. Um die Bewegung, das Gewicht besser zu verstehen, schauen wir auf Grundmuster unserer Anatomie. In der Kinästhetik studieren wir unseren Körper anhand von erfahrbaren Unterschieden. Wir verfügen über stabile Körperteile, diese nennen wir Massen. Es sind der Kopf, der Brustkorb mit den beiden Armen und das Becken mit den beiden Beinen. Wir erfahren also 7 Massen. Verbunden sind diese 7 stabilen Massen mit den Zwischenräumen. Es sind der Hals, die Achselhöhlen, die Taille, die Leiste. Wir erfahren also 6 Zwischenräume. Diese Einteilung in stabile Massen und instabile Zwischenräume hilft uns zu verstehen, wie wir unser Gewicht bewegen. Die einzelnen Massen folgen einander. Die Zwischenräume ermöglichen die vielfältigen Bewegungsrichtungen der Massen. Die Arme helfen dem Brustkorb, die Beine helfen dem Becken, das Gleichgewicht in der Schwerkraft zu finden. Wie helfen die Arme, die Bewegung des Brustkorbs zu steuern und die Balance zu finden? Wie unterstützen die Beine das Becken, um die Balance zu finden? Wenn 2 Menschen miteinander etwas tun, dann nutzen sie ihre Anatomie entsprechend der Funktion. Wir begleiten uns so, dass die Massen einander folgen und gut im Spiel sind. Wenn ein Mensch sich auf die Seite dreht, dann fühlt es sich leicht an, wenn eine Masse der anderen folgt. Wenn zum Beispiel ein Bein angewinkelt wird und dann das andere Bein folgt, ist es mit weniger Anstrengung verbunden, als wenn beide Beine gleichzeitig angewinkelt werden. Dasselbe gilt auch, wenn Sie den Weg auf den Stuhl suchen.
Als pflegende Angehörige lerne ich, mich mitzubewegen, sodass meine Massen im Bewegungsspiel sind und ich mich nicht festmachen muss. Ich begleite meine Angehörige so, dass sie ihre Massen Schritt für Schritt nacheinander bewegen kann. Dies kann ich in unterschiedlichen Aktivitäten anbieten. Bei der Fortbewegung vom Bett in den Stuhl achte ich darauf, dass meine Angehörige ihre Arme und Beine schrittweise so setzt, dass sie mit ihrem Körpergewicht in Balance ist. Sie lernt, ihren Gewichtsverlauf so zu kontrollieren, dass jeder Schritt einer Masse nachvollziehbar ist. Damit achte ich als pflegende Angehörige darauf, nicht zu heben. Meine Angehörige und ich lernen, wie wir unser Gewicht passend ausbalancieren. Wir achten darauf, dass die Arme und Beine so eingesetzt werden, dass die Fortbewegung sicher und ausbalanciert abläuft. Die Gefahr eines Sturzes kann dadurch reduziert werden.